Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir spielen die Alpenmap und hört mal genau hin. Kann es sein, dass ich da Alphörner höre? Ja, nicht zu fassen. Doch, das hört sich doch ein bisschen an wie Alphörner. Nichtsdestoweniger müssen wir erstmal hier unser Maschinchen ein bisschen wieder reinigen. Ja, recht herzlich willkommen also zu einer neuen Folge hier Landwirtschaftssimulator 22. Ich war jetzt selber ein kleines bisschen perplex, als ich das gehört habe. Weil, wie gesagt, wir haben hier Glocken geläut, wir haben ein Flugzeug, das wir immer wieder hören, dann unsere Rehe natürlich. Und jetzt höre ich doch tatsächlich hier auf dieser Map Alphörner, ist doch nicht zu fassen. So, der Lamborghini ist jetzt wieder sauber. Mit dem haben wir ja in der letzten Folge ein Feld gewalzt. Ups, falsch, den lassen wir nämlich einfach so stehen. Und somit ist er jetzt erstmal fertig. Aber was ich heute mit euch in dieser Folge machen will, ist Folgendes. Da wir ja jetzt hier angefangen haben, ein paar Tierchen hier anzuschaffen, möchte ich da ein bisschen weitermachen. Daran möchte ich anknüpfen und zwar mit Folgendem. Denn es gibt ja Tiere, die uns, ich sage mal, für wenig Einsatz ja hier ein bisschen was liefern. Und die Rede ist von den Schafen. Genau richtig. Also mit ein bisschen Gras können wir uns Wolle erarbeiten. Und mit der Wolle, ich zeig's euch, können wir hier, weil dann sind wir nämlich gleich wieder bei den Produktionen zur Spinnerei. Und wenn wir die Spinnerei mal gekauft haben, dann wird ja da Stoff daraus gemacht. Und Stoff können wir bringen. Lasst mich kurz überlegen. Wo war es denn hier, glaube ich? Da haben wir doch tatsächlich die Schneiderei und die Schneiderei macht uns dann Klamotten, Textilien, die wir natürlich gewinnbringend dann verkaufen können. Also da haben wir eine kleine Produktionskette und jetzt kommt das Rätsels Lösung. Ich habe nämlich überlegt die ganze Zeit, wo kann man denn hier die Schafe hinpflanzen? Ja, hier oben haben wir doch eine Fläche und diese Fläche ist doch groß. So, ich habe hier gleich ein bisschen schon aufgeräumt hier mit den Gerätschaften, habe hier unseren Waltra hingestellt und meine Idee ist es jetzt, das schauen wir uns von oben an, diese Fläche hier zu nutzen, um einen Schafstall zu installieren. Denn wenn wir hier oben Schafe haben, dann müssen wir nur das Gras hochbringen, Gras oder Heuballen und davon haben wir ja reichlich. Und dann produzieren die hier oben in aller Ruhe ihre Wolle. Und die Wolle, wie gesagt, die bringen wir einfach dann dort hinten. Mal schauen, ob wir es von hier aus sehen. Dort hinten jedenfalls. Ja, über den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen vielleicht. Da hinten jedenfalls hat es ja dann schon unsere Textilfabrik bzw. unsere Schneiderei. Oder was ist es genau? Augenblick, bevor ich jetzt wieder was Falsches sage. Die Spinnerei. Die Spinnerei haben wir nämlich hier gleich ums Eck. Also, das wäre doch eine coole Idee eigentlich, wenn wir hier dann das Gelände dafür nutzen, um hier für unsere Schafe was zu präparieren. Das ist die Idee für die heutige Folge. Und da steigen wir dann auch gleich ein. Aber, oder das aber heißt in dem Fall, wir müssen erstmal ein bisschen noch Geld verdienen. Denn 100.000, wir müssen da oben das Gelände dann auch erstmal hier zurecht basteln. Das wird uns ganz schön ins Geld gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, werden wir hier erstmal hier aufmachen, dann die Milch verkaufen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht der allerbeste Preis ist, aber wir kriegen einen ordentlichen Preis. Und mit der Milch und die Eier habe ich auch schon mal vorbereitet. So, die werden wir verkaufen, ein bisschen Geld hier in unser Kessle spülen und dann gehen wir hoch und werden eine kleine Baufolge machen, werden da oben ein bisschen planieren, Gelände schaffen und dann habe ich da ein kleines, einen Mod heruntergeladen mit einem Schafstall. Da gibt es dann auch ein bisschen was Besonderes, aber dazu dann gleich. Jetzt verkaufen wir erstmal hier im Supermarkt unsere Milch. Mal schauen, ob das hier ist oder ob das am nächsten Trigger ist. Nein, das scheint hier zu sein. Sehr gut. So, was kriegen wir denn für unsere Milch? Was bekommen wir? Milch, 12.000 Liter sind noch drin. Also knappe 1.300 kriegen wir. So, das ist dann noch 9% haben wir ja noch zusätzlich über unsere Bodenwerte. So, wir sehen es gleich, wir sehen es gleich, wir sehen es gleich.
So, 23.000, 25.000, das ist ordentlich. So, da würde ich doch holen wir auch noch die restliche Milch. Dann holen wir doch gleich mal noch die restliche Milch, machen hier mal ein bisschen Cash. Und dann haben wir noch ein paar Eierpaletten, die ich schon mal vorbereitet habe. Da habe ich für unseren Frontlader, beziehungsweise, sorry, für unseren Teleskoplader. Für den Frontlader, da habe ich ja eine Palettengabel, aber nicht für unseren Teleskoplader. Die habe ich jetzt besorgt und die Eier schon mal soweit vorbereitet, die schon da sind. Und dann werden wir die auch verkaufen. Das wird dann auch noch mal ein bisschen was geben. So, Befüllung starten. Ne, da müssen wir da oben immer die Deckelchen aufmachen, damit das auch wirklich funktioniert. 12.000 Liter, das heißt, wir machen hier wieder Klappe zu, fahren zum Händler und werden auch hier nochmal Cash holen. Und dann checken wir noch ein bisschen was, bevor wir da loslegen, weil wir müssen nochmal gucken, ob wir auch schon Futter für die Tierchen haben. Denn den Stall kaufen, da oben planieren die ersten Tierchen und natürlich dann auch ein bisschen was einwerfen. Dann können wir da oben Wolle produzieren in aller Ruhe und somit schon in Anführungszeichen dann langsam beginnen, auch eine kleine Produktionskette aufzubauen. Die Spinnerei werden wir jetzt nicht gleich kaufen. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Die wird bestimmt auch 70, 80 oder irgend sowas kosten. Aber wir sind ja dann da oben und können ja unsere Bäumchen zu Hackschnitzel verarbeiten. Das müsste auch richtig Geld bringen. So, das sind jetzt auch nochmal knapp 18.000. Ja, das mit den Kühen wird langsam lukrativ, auf jeden Fall. So, jetzt überlege ich gerade, fahren wir den nochmal zum Stall? Ja, bringen wir den gleich mal dort in Position für die nächste Anlieferung. So, dann parken wir den einfach mal hier. Ist ja genug Platz zum Vorbeikommen. So, und dann stellen wir den hier erstmal ins Häuschen. Motor aus. Und dann gehen wir zum Teleskoplader. Wie gesagt, die Paletten habe ich da schon vorbereitet. Dann können wir die nämlich auch gleich verkaufen. Bingo. Zip. Und ab die Post. Aber vorsichtig, sonst fliegt uns das Zeug wieder runter. Das bringen wir übrigens dann auch zum Supermarkt, also gar nicht mal so weit. Es gäbe beim Landhandel oder wie die heißen, ich weiß jetzt gar nicht. Augenblick. Wir schauen nochmal. Für die Eier. Beim Bauernmarkt gäbe es zwar ein bisschen mehr, aber da müssen wir jetzt eigentlich nicht hinfahren. Nicht mit dieser wackeligen Geschichte hier vorne. Weil ihr wisst ja, das mit den Paletten ist immer so ein bisschen eine Sache, ne? Wenn die dann plötzlich wieder anfangen, sich zu verselbstständigen. Deswegen machen wir es hier. So, hier wird es nicht angenommen, das ist richtig. Dann müssen wir nämlich hierher. Schwuppdiwupp. Und da kriegen wir auch wieder Cash dafür, bin mal gespannt. Ja, kommt ein bisschen was zusammen. Na also, da haben wir dann auch nochmal für 7.000 verkauft. So, sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, weil ich bin mir natürlich nicht ganz sicher, aber wir müssten eigentlich genügend Ballen für die Erstausstattung da oben haben. Natürlich, das letzte Mal haben wir ja Gras geerntet bzw. gemäht. Und da hätten wir ja schon Ballen machen können, weil das Beste wird natürlich immer sein, wenn wir Ballen da hochbringen. Denn ihr werdet es gleich sehen, wenn wir uns natürlich dann den Stall anschauen. Sudele. Dann lassen wir den mal hier, aber wir schauen jetzt nochmal ganz kurz hier rein. Da ist unser Ballenlager. Was haben wir? Augenblick, ihr müsst das doch auch anzeigen. So, wir haben Heu 9 Stück. Wir haben Heu 6 Stück. Wir haben Gras einen mit 7.500. Okay, ich glaube, die nehmen Heu und Gras. Wir springen mal nach oben. Und dann würde ich doch sagen, legen wir los. Aber bevor wir wieder mahlen, machen wir Folgendes. Das habe ich nämlich letztes Mal auch leider vergessen, hätten wir tun sollen. Nämlich erstmal ganz kurz das Spiel speichern.
So, und dann können wir mal anfangen zu malen, zu bauen, denn ihr seht es, wir müssen hier das Ganze erstmal ein bisschen einebnen. Ich würde das nämlich hier auf dieser Seite bauen wollen, hier auf dieser rechten. Wir müssen dann mal überlegen, ob wir hier diese Produktion tatsächlich dort stehen lassen, denn da geht uns jetzt doch ein bisschen Platz verloren. Da hätten wir dann noch andere Optionen, aber jetzt legen wir erstmal los, denn für den Schafstall wird es auf jeden Fall reichen. Okay, wir müssen hier jetzt erstmal einebnen und das würde ich von hier aus machen wollen. So, ein bisschen größer, bisschen stärker. Und das nehmen wir einfach mal von hier. Okay. So, und da geht das Geld auch schon langsam flöten. Wir müssen das Ganze dann auch hier alles, das Gras hier, die ganze Bewachsung, die müssen wir dann auch mal entfernen. So, hier auch. Das müsste aber eigentlich soweit passen dann hier, wenn wir das hier alles schön glatt machen. Okay. Ich überlege noch gerade, malen wir da Gras hin oder was malen wir denn da hin am geschicktesten? Ich meine, auf der anderen Seite, dieser Schafstall hat eine Weide, also würde es sich da eventuell anbieten, wenn wir da Gras hinmalen. Denn sonst haben wir da echt ein bisschen Probleme mit dem Sehen, also sprich, wo da hier die Ebenen sind. So. Jetzt machen wir das mal ein kleines bisschen größer, viereckig. Da noch mal drüber. Ja, da macht immer noch was platt hier, ne? So, ich hoffe, ich habe mich hier nicht verplättet. Okay, ja, da geht noch was. Das senkt ja noch was ab. Okay. Also das ist immer wichtig eigentlich so, dass man ein bisschen Ebene schafft, weil sonst bekommt man Probleme beim Platzieren. Und wir haben ja immer das Thema, dass wir hier natürlich dann, ich sag mal, nicht wieder einfach so zurückkommen können. Aber das sieht jetzt erstmal gut aus. So, und dann schauen wir uns mal an, welchen Stall ich mir da rausgesucht habe. Wir gehen zu den Schafen und das Interessante an dem Stall ist nämlich, dass wir den einmal haben mit Milchproduktion und einmal haben mit Wolleproduktion. 50.000, das ist eigentlich moderat, damit können wir auf jeden Fall gut leben als Anfangsinvestition und 80 Tierchen passen da rein. Das heißt, wenn das mal voll ist, dann kriegen wir da richtig Tierchen rein. So, jetzt lasst mich mal kurz gucken. Ja, so passt das. Okay. Überlappen, dann machen wir so, drehen das. Und jetzt ist die Frage, wie wir das geschickt machen. Also man sieht, dass hier vorne ist auf jeden Fall, hier vorne spawnen die Wollenpaletten. Und hier rechts ist sie, hier fährt man rein und hier tut man das Gras ablagen, laden. Und da könnte man natürlich nebendran die Ballen auch einlagern. So, ja, ich überlege gerade. Wir müssen auf jeden Fall hier rumkommen und müssen ja hier die Ballen holen können. Also deswegen sollten wir hier ein bisschen Platz haben. Es wäre natürlich schon cool, wenn wir den irgendwie so hinstellen könnten. Aber da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der macht hier noch wegen auf der rechten Seite dann Gras hin. Das ist jetzt wieder die Frage. Wie stellen wir diesen Hof bzw. diesen Stall? Bauen wir den hier so schräg rein? Haben wir dann da genügend Platz? Mit einem kleinen Gabelstapler. Dass wir dann natürlich dann hier das Zeug holen können. So, ich überlege. Wenn wir hier so hinfahren, dann haben wir doch eigentlich Platz, oder? Dann können wir hier vorne rumfahren, können da noch einen Weg hinmalen auf der rechten Seite. Die Schafe können dann ein bisschen runter ins Tal schauen. Und ich glaube, hier vorne haben wir dann auch genügend Platz als Spawn für unsere... Und wir kommen dann auf jeden Fall auch mit unseren Ballen rum, oder? Ja, wir können ja ein kleines bisschen so und noch ein bisschen vor. Dann müsste das eigentlich, glaube ich, passen.
Ja, ich überlege gerade, was haben wir dann da hinten für eine Fläche? Da haben wir dann eigentlich nichts mehr. Da könnte man dann irgendwie auch ein kleines Lager hinmachen. Alternativ wäre natürlich halt... Ja, aber das ist mir zu dicht an der Straße. So, wenn wir es natürlich so rum machen, wäre auch eine Option, weil wir eigentlich auf der anderen Seite nicht hin müssen. Oh, Fragen über Fragen, wenn man hier was platzieren will, wie macht man es am geschicktesten? So kommen wir natürlich durch. Wir könnten dann da noch was machen. Ja, da kommen wir aber nicht mehr nach hinten. Falls wir da hinten noch was machen möchten, dann haben wir natürlich das Ganze nach vorne. Ich glaube, andersrum wäre irgendwie schicker. So macht eigentlich auch wenig Sinn. Da müssen wir auch hinten rum. Also so hat mir jetzt eigentlich am besten gefallen, weil dann wäre es nämlich hier auch einigermaßen zur Straße gut. Genau. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen vor. Dann haben wir eigentlich auch genügend Platz und können dann auf der Seite auf jeden Fall noch einen Parkplatz hinmachen. Ich denke, so passt das. Zack. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, da müssen wir auf jeden Fall drumherum noch ein bisschen Platz machen. Jetzt haben wir hier noch ein wenig Gras, aber das können wir, ja, okay. Das können wir dann eventuell noch ein bisschen wegmalen. Können wir das hier wegmalen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Dann müssen wir mal schauen. Okay, Landschaft. Malen. Geht das irgendwie? Nee, ich glaube, da können wir nicht malen. Ei, das ist jetzt aber blöde. Nee, da können wir nicht malen. Okay, müssen wir damit leben, dass das jetzt ein bisschen unschön ist. Müssen wir mal kurz damit leben. Ist ein wenig blöd. Ich hatte jetzt auch gedacht, dass das hier gerade rausgeht. Ja, wir können auch so tun, als wenn das hier überwachsen wäre. Na, ich weiß nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Wir würden noch mal kurz einen Cut machen. So, da sind wir wieder. Habe ich einen kleinen Schnitt gemacht, weil ich war einfach nicht so richtig zufrieden mit dem, was wir da hingebaut haben. Ich habe das Ganze jetzt doch gedreht, so rumgeplatziert, dass jetzt dann doch hier die Paletten hier hinten spawnen werden und hier wird gefüttert. Und dann lassen wir jetzt einfach auch mal hier diese kleine Wiese. Und ich habe hier noch einen Weg hingebaut, weil ich diese Ecke hier noch für einen kleinen Unterstand nutzen wollte, um dort zum Beispiel Geräte oder eventuell Ballen einzulagern. Wir könnten natürlich auch hier eine kleine Halle noch hinstellen, wo wir dann die Ballen einlagern. Aber ich denke, so passt das jetzt erstmal und dann können wir dann tatsächlich unsere ersten Tierchen kaufen. Wir schauen mal kurz rein. Also so wird sich das Ganze dann darstellen von hier aus. So, da schauen wir mal rein. Da werden wir unsere Tierchen kaufen. Aber jetzt sollen wir uns ja auch noch ein kleines bisschen belohnen, denn wir haben jetzt hier ein bisschen gebaut und wollen auch Tierchen haben. Deswegen fahren wir jetzt mal schnell mit unserem Schlepper runter. Werden dann uns auf jeden Fall mal die Palette schnappen mit dem Gras. Die Graspalette, die wir im Hof haben, in unseren Paletten oder beziehungsweise im Ballenlager. Und dann werden wir unsere ersten Schäfchen hier an den Start bringen. Ich denke, so 20 Stück können wir uns leisten. Oh, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Hier geht es ganz schön den Berg runter. So, wir können natürlich hier links die Straße runterfahren oder auch einfach hier den Weg runter an der Wiese, die wir ja schon einige Male in den Aufträgen gemäht haben. So, und die Idee ist, wie gesagt, dann können wir dann immer, wenn wir Gras gemäht haben, können wir dann ein paar Ballen machen und die bringen wir dann hoch für unsere Schäfchen, die dann in aller Ruhe Wolle produzieren können für uns. So, da müsste frei sein, sehr schön. Dann da drüben über den Kreisverkehr. Okay, ein bisschen hier runterlassen. Links ist frei, rechts kommt auch nichts. Ich glaube hier lang, genau. Hier an der Tanke vorbei.
Und dann holen wir uns eine Ballengabel. Und dann bringen wir auf jeden Fall noch unsere Schafe an den Start. So, ich habe mir schlicht und einfach deswegen gedacht, ursprünglich wollte ich ja hier hinten rechts auf unserer freien Wiese bauen, aber da habe ich mir gedacht, okay, da oben ist doch Platz und wir haben ja auch rechts oben so eine große Fläche, wo ich in der letzten Folge, glaube ich, schon erzählt habe, dass wir ja da eventuell dann nochmal einen zusätzlichen Kuhstall bauen können später. Also Möglichkeiten derer gibt es hier vieler. So, noch ein bisschen ran. Bingo, das passt. Das passt. Zack. So, da müssten wir jetzt hochkommen, ja. Gewicht haben wir ja auch hinten dran, immer ganz wichtig. Und dann schnappen wir uns den Grasballen. Denn ist ja das Schöne, ich glaube, es spielt keine Rolle, ob wir Gras oder Heu reinwerfen. So, wo ist der Grasballen? Hier haben wir den Grasballen. Da ist er. Gut. Den schnappen wir uns. So, das müsste doch so gehen, oder? Jo, damit kommt er zurecht, der Waltra. Sehr gut. Und da ist auch Charlie. Komm, mach Platz. Wir müssen unsere Tierchen füttern, die wir gleich kaufen werden. So, ich überlege jetzt gerade. Links müsste frei sein. Ups, da war einer. Okay, sorry, sorry. Aber wir sehen auch gerade ein bisschen wenig, gell? So, ich überlege jetzt gerade, fahren wir die Straße hoch? Dann müssen wir da unten durch. Nee, wir fahren mal die Straße hoch, dann können wir die Hälfte des Weges uns sparen. Dann müssen wir hier lang. Durchs Dorf sozusagen. Links, gell, oder? Stopp. Okay. Oh, da kommt was. Man sieht es schlecht durch den Spiegel. Jetzt. So, dann fahren wir mal hier den Berg hoch. Ein bisschen geteert, die halbe Strecke. Und dann geht es auf den Feldweg. Auf den Wirtschaftsweg. Ja, wie gesagt, jetzt bringen wir hier dann noch unsere Schafe zum Laufen. Dann haben wir auf jeden Fall auch mehr als genug Bedarf für unsere Wiesen. So, jetzt fahren wir hier links rein. Weil sonst kommen wir nämlich da nicht hoch. Oh, da geht es ganz schön steil hoch. So, da hätten wir noch jede Menge Platz gehabt, um Bäume zu pflanzen. Aber da bin ich auch am Überlegen, wie wir denn das eigentlich, ich sag mal, ordentlich kultivieren. So, kommt der hier gerade so hoch, ne? Ja, ja, der kommt hier gerade so hoch. Das ist eine ganz schöne Strecke. Aber ich finde das cool, ich finde das gut. Jetzt haben wir hier oben am Berg eben unsere Schafweide, unsere Schäfchen. So, da können wir natürlich noch ein bisschen malen. Zwei, drei Bäumchen habe ich auch schon gepflanzt. Aber da können wir uns natürlich noch ein bisschen austoben, was das Ganze angeht. Und ich bin auch immer überlegen, was wir dann auf der linken Seite dort drüben. Da können wir natürlich auch noch einiges machen. So, Dele. Dann gibt es jetzt zum Abschluss dieser Folge noch 20 Schafe, damit wir ja auch hier richtig loslegen können. Was kosten die Tierchen denn? Und welche nehmen die wir denn? Natürlich nehmen wir dann ein alpines Steinschaf, denke ich mal, oder? Ein alpines, ja, das produziert doch auch Wolle, oder? Nicht, dass wir da wieder aus Versehen irgendein Tier nehmen, das nicht funktioniert. Alpines Steinschaf und das ist schon 8 Monate, geschlechtsreif in 8 Monaten, sehr gut. Da können wir dann gleich loslegen. 488, nehmen wir doch gleich mal 20 Stück. Sind wir großzügig, denn der Hof bzw. der Stall nimmt 80 und wenn die sich reproduzieren, dann passt es viermal, dann ist der Stall voll. Damit können wir gut leben und das sind 10.000 Euro, das kriegen wir gewuppt. Sehr schön. So, da sind sie unterwegs und die wollen natürlich auch ein bisschen was zu fressen. Dann sehen wir nämlich auch gleich, wie 7.500. Okay, warte mal. Warte. Helfermenü. Ah, okay. Da kriegen wir auch die Tür zu. Sehr schön.
So, dann schauen wir mal, wie sich das verhält und wie viel dann diese Schäfchen hier fressen. Ich hoffe ja, dass das hier kein Problem macht, wenn wir da jetzt die Ballen ablegen. Und weg ist er. Sehr schön, sehr schön. 7515. Okay. Ups. Okay. Keine Kollision. Dann stopp mal. Das sehen wir ja gar nicht. Da müssen wir hier rein. Stopp. So, ins Tiermenü. Und was sprechen unsere Schafe? Alpines Steinschaf. Gesamtkapazität 7500. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Luft, aber ich denke auch mal, dass dieser Ballen schon mal reicht und wir können dann auf jeden Fall 2-3 Ballen dann einlagern. Was wir dann beim nächsten Mal natürlich testen können, ist, ob wir hier auch Heu einwerfen können, weil er zeigt jetzt nur Gras an, aber ich bin mir sicher, dass im Baumenü auch Heu war. So, das soll es also gewesen sein für diese Folge. Wir starten jetzt also mit den Kleinen hier die Wollproduktion hier auf unserer wunderschönen Alpenmap. Neue Mini-Brunnen und das freut mich. So kriegen wir richtig hier Leben auf die Karte. Das ist gut. Jetzt haben wir also Kühe, Schweine, Schafe und Bienchen sind auch am Start. So, das soll es also für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen gefallen. Wir kommen richtig hier schön vorwärts. Das freut mich auch. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.